Vor diesem Gefängnis in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, werden die Namen von Personen verlesen, die nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag demonstriert haben und nun vermisst werden. Die Angehörigen warten auf Nachrichten. Wo, was, ich weiß gar nichts. Der Sohn dieser Frau wird seit Montag vermisst. Wissen Sie, dass er hier ist? Ja, ich habe gestern davon erfahren. Die Haftbedingungen in weißrussischen Gefängnissen sind Berichten zufolge schlecht. Dieses Video soll Demonstranten zeigen, die im Minsker Gefängnis Oktajaskowe festgehalten werden. Berichte und Bilder von körperlichen Misshandlungen gegen diejenigen, die auf die Straße gehen, haben die sozialen Medien in Belarus überflutet. NGOs versuchen, die Menschenrechtsverletzungen zu verfolgen. In einer Zelle, in der normalerweise 5 bis 7 Personen sind, befinden sich jetzt 50 bis 70 Menschen. Sie müssen alle stehen, sie können nicht sitzen. Es gibt nicht genug Wasser und sie erleiden körperliche Gewalt. Sie werden geschlagen, wenn sie festgenommen werden und wenn sie ins Gefängnis gebracht werden. Sie werden in den Haftanstalten geschlagen und sie werden geschlagen, wenn sie freigelassen werden. Ina Dobrodvor ist Zeugin dieses Missbrauchs geworden. Die Englischlehrerin wurde von der Polizei festgenommen, als sie eine Beschwerde bei der Wahlkommission einreichen wollte, um eine Neuauszählung der Stimmen zu fordern. 2 Tage verbrachte sie dann in Haft. Was sie dort gesehen hat, kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf. Die männlichen Häftlinge werden im Kontrollraum gezwungen, sich nackt auszuziehen. Nicht einmal ihre Schuhe können sie behalten. Dann müssen sie mit ihrer Kleidung in den Händen den Korridor entlang gehen und sich an eine Wand knien. Wenn sie sich beschweren, werden sie geschlagen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagt, dass es sich bei den inhaftierten Demonstranten um Kriminelle mit langen Vorstrafenregistern handelt. Allerdings haben die Bilder von Polizisten, die friedliche Demonstranten auf der Straße auseinandertreiben und mit roher Gewalt auf sie einschlagen, die Welt alarmiert. Die Menschenrechtsbeauftragte der UNO, Michelle Bachelet, hat das gewaltsame Durchgreifen der weißrussischen Behörden scharf verurteilt. Und auch die Europäische Union hat das Vorgehen gegen die Demonstranten als unverhältnismäßig und inakzeptabel bezeichnet und die sofortige Freilassung der Menschen gefordert. Aber diese Forderungen scheinen in Belarus auf taube Ohren zu stoßen, zur Verzweiflung derer, die im Moment keine andere Wahl haben, als zu warten.